Zen ist ja bekanntermaßen sehr durch Rituale geprägt. Es kann für den einen oder anderen irritierend oder auch einengend wirken. Aber Rituale sind ja kein Selbstzweck. Sie unterstützen die Intensität der Praxis. Also sie ermöglichen es uns, in Stille und Konzentration und Harmonie gemeinsam zu meditieren. Bedeutet das immer, dass wir am Anfang unseren Alltag loslassen können? Wir können die ganzen Dinge, in die wir eingebunden sind, die uns beunruhigen vielleicht oder auf die wir uns freuen, draußen lassen und sind dann offen für die Meditation. Das heißt, wir sind dann nur mit dem zusammen und beschäftigt, was gerade in der Zen-Praxis wichtig ist. Wenn die Meditation zu Ende ist und wir uns wieder zum Raum hin verbeugen, dann lassen wir die Meditation los, egal wie wir uns gefühlt haben.